Ein spannender Tag im Jahr ist ja immer der Tag der Oxalsäurebehandlung. Warum ich den immer so spannend finde, erzähle ich euch gleich im Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen da und wenn ihr dann noch nicht abonniert habt, freue ich mich dann natürlich auch. Also bis gleich. Ja, der Tag von der Oxalsäurebehandlung. Warum finde ich den immer so spannend? Naja, ganz einfach. Man sieht, was noch lebt und was jetzt noch lebt, das überlebt. Zumindest in ganz großen Teilen. Ja, und deshalb ist es auch immer ein Tag, auf den ich so ein bisschen, man weiß es nicht. Ne? Ich meine, die Verluste halten sich ja wirklich in Grenzen, aber es ist so ein bisschen ein Tag der Wahrheit. Da suche ich mir auch oft einen Tag einfach raus, wo ich nicht unbedingt guter Laune sein muss, falls was schief gegangen ist. Kam zum Glück noch nicht, wirklich vor, aber es ist immer ein Tag, vor dem ich irgendwie so ein bisschen, ja, wie sagt man, Respekt habe. Ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Tag gefühlsmäßig erlebt. Klar, er muss vom Wetter passen, aber ich finde immer, er muss auch im Kopf passen. So, jetzt mit Mütze. Lasst uns noch mal geschwind zu so ein paar Fakten kommen. Also prinzipiell vorab noch mal, ich möchte hier in diesem Video nicht diskutieren, wie was zugelassen ist an Oxalsäurebehandlungsmethoden und was nicht. Das kann jeder für sich ausmachen. Ne? Ich beträufle meine Bienenvölker, weil ich der festen Ansicht bin und übrigens auch sowohl der Bienensachverständige als das Veterinär, das so sieht, dass das momentan das einzig zugelassene Mittel ist. Wenn da irgendjemand irgendwelche anderen Texte interpretiert, dann sollte es so sein. Wie gesagt, es sei jedem selber freigestellt, wie er mit dem Thema umgeht. Prinzipiell muss man sagen, alles in allem ist die Oxalsäure wirkt als Kontaktgift auf die Varroa-Milbe. Das heißt, ich möchte die möglichst gleichmäßig, möglichst auf allen Bienen verteilt haben, dass ich eben einen super hohen Wirkungsgrad habe. Im Wirkungsgradbereich liege ich so 95%, vielleicht ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen niedriger, je nach Temperatur und wie ich es halt ins Bienenvolk einbringe. Wenn man jetzt es so macht wie ich, dass man es beträufelt, dann ist es ganz klar so, dass umso feiner der Strahl, natürlich umso mehr Verteilung auf der Wintertraube. Ne? Umso besser, umso enger die Bienen sitzen, also umso kälter es ist. Macht es auch in der Praxis viel angenehmer, wenn es kalt sitzt, weil du machst den Deckel auf und die Bienen fliegen nicht auf. Also irgendwas um die 0 Grad bis maximal plus 3 Grad. Ne? So mache ich das immer. Und wann machen wir das? Ne? Oxalsäure, wie gesagt, ist ein Kontaktgift. Das heißt, es wirkt also nur auf diese Varroa-Milben, wo damit in Kontakt kommen. Sprich, alle Varroa-Milben, die in der Brut sitzen, werden nicht bei der Oxalsäurebehandlung irgendwie betroffen oder bekämpft. Das heißt, alle Milben sollen auf den Bienen sitzen. Das heißt wiederum Brutfreiheit. Am besten. Ne? Brutfreiheit haben wir spätestens 3 Wochen nach dem ersten Nachtfrösten. Das ist aber in der Praxis normal viel schneller, ne? Weil in diesen Nachtfrösten räumt so ein Bienenvolk auch junge Larven und Eier aus. Also so, du brauchst es nicht ganz 3 Wochen, bis die brutfrei sind, also oft schon schneller. Starke Völker gehen prinzipiell früh aus der Brut, also zum Teil auch schon ohne Nachtfrosch. Junge Völker oder schwache Völker brüten tendenziell immer länger. Also es kann gut sein, dass starke Völker auch im November schon, Ende, Mitte November, keine Brut mehr haben, ohne Nachtfrost. Dann, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, prinzipiell wollen wir im November und Dezember, so ist meine Auffassung, nicht an den Bienen arbeiten. Das ist so die Zeit, wo die Bienen sich ein bisschen in die Winterruhe geben. Also Winterschlaf ist das falsche Wort, aber der Stoffwechsel fährt sich einfach herunter, weil von außen nichts mehr kommt. Sie sitzen in der Winterkugel
Wintertraube. Und durch dieses Herunterfahren von dem Stoffwechsel gibt es ja die Ansicht, dass ich kann es nicht nachweisen, weil da fehlen mir die Mittel, dass ich Mikrobenarten und so im Bienenvolk auslichten. Dass viele, wo man nicht so braucht, verschwinden und die Guten überleben oder prinzipiell alle weniger werden. Es gibt verschiedene Ansichten, aber für mich ist das ein prinzipiell logischer Gedanke. Das ist da so ein bisschen der Grundgedanke. Und jetzt komme ich natürlich als Imker her, bringe diese Oxalsäurebehandlung da rein. Da störe ich das Bienenvolk, zweifelsohne. Jeder, wo das gemacht hat, merkt es, auch wenn man am Tag danach reinschaut, die Bienenvölker sind nicht mehr so ruhig wie vorher. Deshalb kann man das auch, kann man auch sagen, okay, diese Winterbehandlung mache ich nicht im Dezember, in dieser brutfreien Zeit, sondern nehme die mit in den Februar. Warum Februar? Weil Februar ist also der Monat, wo das Bienenvolk wieder in Gang kommt. Es wacht auf und oder wacht auf in Anführungszeichen, aber es kommt aus dieser Winterruhe und fängt ja immer mehr an zu brüten, im März dann sowieso. Ja. Und da kann man einfach diesen Zeitpunkt nutzen, um da noch eine Behandlung machen. Da ist die Wirksamkeit dann natürlich wieder geringer, weil ja schon Brut da ist. Aber es geht uns ja nicht darum, die Milbe total auszulöschen. Schaffen wir ja sowieso nicht, sondern wir wollen die Milbe einfach in Schach halten. Und wenn ich im Sommer gut arbeite, dann kann ich auch im Februar behandeln. Es ist vielleicht nicht gerade für das erste Jahr mit den Bienen eine angesagte Methode, aber es funktioniert einfach auch. Man muss da aber schon ein bisschen hinterher sein und vor allem im Sommer gute Voraussetzungen schaffen. Von der Zulassung ist es ja auch so, früher war das nicht möglich, also vor ein paar Jahren, weil eben Oxovar zum Beispiel muss ja, glaube ich, wenn ich das noch recht im Kopf habe, bis 31.12. angewendet werden. Aber zum Beispiel mit Varomet kann ich ja auch im Februar behandeln, ist ja auch erlaubt. Ja. Beim Oxovar zum Beispiel oder prinzipiell bei diesen Mitteln ist ja immer Zucker mit dabei. Beim Oxovar muss man es mit dazu mischen noch. Bei Varomet ist dabei. Ist natürlich auch wieder, wenn ich es recht im Kopf habe, ein gewaltiger preislicher Unterschied. Aber es ist dann halt schon gemischt. Und dieser Zucker dient einfach als Kleber, dass die Oxalsäure einfach auf den Bienen kleben bleibt. Der Milbenfall hält ja nach dieser Oxalsäurebehandlung 2-3 Wochen an. Also der dauert unheimlich lang. Das ist nicht so, dass die alle im zweiten, dritten Tag abfallen. Da fallen zwar die meisten, aber es dauert einfach ein Weilchen, bis die Milben alle abgefallen sind. Ein Teil von dieser Oxalsäure geht auch durch die Bienenhaut durch oder in die Biene rein. Man kann das nachweisen, also verschiedene Studien haben das schon nachgewiesen, die Oxalsäure dann im Darm. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum man diese Oxalsäurebehandlung jetzt nicht übertreiben soll. Ja, weil das natürlich auch die Oxalsäure in der Biene drin ist, ja sauer, fördert das Bienenleben jetzt nicht, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und deshalb ist es wirklich auch sinnvoll, sich an die Dosierungen zu halten und dieses Thema einfach nicht zu übertreiben. Ja. Manche sagen ja auch, oder die offizielle Verlautbarung ist ja sogar so, dass man sagt, nur einmal Oxalsäurebehandlung. Ich mache es tendenziell oder habe schon gemacht, dass ich einfach in der Menge etwas runtergehe und dafür zweimal mache. Ja. Aber wie gesagt, da muss man sich auch wieder finden und die offizielle Anwendungsmöglichkeit ist eben, wie sie ist. Und so kann man das dann ja auch handhaben. So, was ich jetzt noch schuldig bin zum Thema Oxalsäurebehandlung von den Bienenvölkern, ist natürlich so ein kleiner Praxistest. Jetzt ist es so, wenn ich das normal mache, ist es noch zu dunkel zum Filmen. Deshalb stelle ich es einfach für euch mal nach, dass ihr so ein bisschen so ein Gefühl bekommt, wie ich das zumindest mache. Ich habe es hier. Wasser, da gibt es ja diese Flaschen zu kaufen. Es ist ja, wir sind ja nicht im Hobbybereich, wir brauchen ein bisschen mehr Mittel. Und dann nehme ich halt nicht die Spritzen mit der Pipette, sondern einfach
diese Flasche mit diesem, weiß nicht, Tropfaufsatz. Stockmeißel dabei und natürlich, wenn ich es mit extra Oxalsäure mache, auch Handschuhe, ne? Weil die will ich nicht an meinen Kleidern. Jetzt habe ich hier irgendwo, muss ich mich mal kurz orientieren, im Bienenvolk, also in leeren Bienenkasten. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich schaue nach einem. Ja. Gut, zwischenzeitlich ist mir auch eingefallen, dass ich noch was vergessen habe. Und zwar habe ich immer eine Taschenlampe dabei. Weil wir haben ja keinen Zander mit zweiräumigem Brutraum oder mit schmalen Waben, sondern bei der Tant kann das sein, vor allem bei schwachen Völkern, dass die ganz unten sitzen. Und bevor ich da jetzt lang rumsuche, wo die Bienen sind, kann ich einfach mit der Taschenlampe reinleuchten. Dann weiß ich, wo sitzen die Bienen und gut ist. Ja. Das habe ich hier, wie gesagt, ein leeres Bienenvolk. Jetzt will ich es euch einfach mal kurz zeigen. Das wurde gewünscht im letzten Video, dass es mal auch mal ganz kurz gezeigt werden soll. Ist wirklich kein Hexenwerk. Und danach ist das Video vorbei. Also vermutlich in 3-4 Sekunden. So, also jetzt ist ein bisschen schwierig jetzt mit der einen Hand, weil es ist ja meine linke Hand eigentlich. Genau. Jetzt muss ich mal schön die. Jetzt meine linke Hand. So. Und jetzt gehe ich einfach da, wo der Bienensitz ist, zweimal so hin. Hier noch. Zack, 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 zack. Und das Thema ist fertig. Ja. Also, wie gesagt, da wo der Bienensitz ist, gehe ich halt zweimal so drüber und gut ist. Ja, Fragen, Kommentare, was auch immer, schreibt es unten rein und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielleicht wird es das Video über die Schleudertechnik, ich will es euch jetzt noch nicht versprechen, ich muss einfach schauen, wie ich das alles hinbekomme und ja, dann bis zum nächsten Mal. Servus!